bitte jetzt den Walter Palmetshofer auf die Bühne, der uns zum Thema Open Data Incubator for Europe, abgekürzt ODINE, erklären wird, was dort gemacht wird. So wie ich es verstanden habe, werden Startups gefördert, die ein Geschäftsmodell mit offenen Daten entwickelt haben. Aber wie und warum das genau passiert, das macht er weiter. Genau. Hallo, willkommen zu meinem Vortrag. Der wird schnell sein. Mir geht es vor allem darum, wie kriegt man das wirtschaftliche Potenzial auf die Straße? Und zwar unserer Ansicht nach geht es um drei Säulen, die Verwaltung, Zivilgesellschaft und Wirtschaft gemeinsam zusammenspielen, um das Potenzial abzurufen. Da gibt es diese schöne Grafik. Und mir geht es auch nicht so darum, genau zu sagen, wie viele Milliarden das jetzt sind, ein paar mehr, ein paar weniger, sondern einfach, was ist das Potenzial? Wir hatten heute schon gehört von Hubble, digitales Gold, Gold, Öl des 21. Jahrhunderts sind nicht passende Analogien. Jetzt sage ich kurz Mörs für die Bingo-Fraktion. Und mir geht es darum, einmal den Bogen aufzuspannen. Da gibt es die Studie von der Konrad-Adenauer-Stiftung, ich glaube, der Pencho ist da. Die sagt circa, dass 43 Milliarden sind. Das ist hier. Hubble meint, es sind 12 Milliarden. Das ist der Unterschied, dass zwischen konservativ und ambitioniert in dem Raum drüber haben, optimistisch. Das Ganze ist auf einen Zeitraum von 10 Jahren Perspektive. Hier sind wir, wenn alles gut läuft. Ob das gut läuft, wissen wir jetzt noch nicht. Und am Ende des Tages kann man sagen, das ist einmal eine große Summe. Eine Milliarde da, eine Milliarde dort. Am Ende des Tages kommt ein Batzen Geld zusammen. Und wenn man über echtes Geld redet, dann kommt ein Gesetzgebungsprozess in Gang. Das läuft im Moment gerade. Wie gut jetzt das Open Data Gesetz sein wird, stellt sich auch noch raus. Wir haben Hoffnungen, dass auch Forschungsdaten reinkommen oder unmittelbare Behörden. Ich selber arbeite beim Open Data Incubator Projekt gerade. Das ist ein 5,5 Millionen Förderprogramm von der Europäischen Kommission für Startups und SMEs, die offene Daten verwenden oder zur Verfügung stellen. Jedes Projekt kriegt bis zu 100.000 Euro. Wir haben 57 Firmen, im Moment 18,9 Millionen Impact, das läuft noch. Das sind 62 Jobs kreiert worden und wir sind in 18 Ländern. Das sind die Logos, das ist das beste Programm, fragen Sie nicht mich, sondern die Firmen. Zwei kurze Beispiele, weil vorher luftdaten.info war, wir haben zwei Projekte, das nennt sich My City Trees in Berlin, da geht es um Luftreinigung mit Moosbäumchen, das ist das Bild da oben, und das andere ist Blumenlabs, die machen die Weise, wie kann man die Luftqualität sich anschauen. Beide Firmen haben über 5 Millionen Euro Venture Capital bekommen dieses Jahr. Und neben dem Batzen Geld geht es auch um Lebensqualität. Das heißt, bessere Luftqualität bringt auch ein paar Jahre Lebenserwartung in Städten. Dazu gibt es 9 deutsche Startups beim ODINE-Projekt. Das sind die Logowald. Das geht von Kultur bis zu Stadtplanung, Nutrition, Clinical Trials, Indoor Navigation, zu Businessdaten, Transparenz im Rohstoffsektor und Patentsuchmaschine. Ein Beispiel, der einfach rauspickt, ist Mofato von Greenspin, da geht es um Agri-Tech. Also wie kann man den Ertrag von landwirtschaftlichen Flächen erhöhen? Jetzt ist die Frage, wieso sind das nur 9 deutsche Startups, wenn es 5,5 Millionen gibt und Zahlenmenschen unter uns wissen, 5,5 und 900.000 ist nicht das Viertel oder Fünftel, was die Deutschen abholen sollten. Die Engländer haben 18 Startups. Wieso haben die Engländer 18, zweimal so viele Startups wie die Deutschen? Da stellt sich jetzt die Frage, liegt das an den offenen Daten, die fehlen, am fehlenden Unternehmergeist, an ODI, das es in London gibt, an GDS, haben wir weniger Werbung gemacht in Deutschland, wäre auch legitimes Argument. Die Frage ist, woran liegt das, weil in der Zukunft die jetzt am Markt sind, auch den Markt beherrschen werden. Ein Beispiel, was ich rausgenommen habe, es gibt Implicenz, die sitzen in Himmelsrichtung, glaube ich, da oben in Bangkok, die machen halt Business-Daten. Und die englische Gegenüberstellung wäre Open Corporates. Die haben halt den Vorteil, dass es in England Transparenzregister, Handelsregister und so weiter gibt, um eben so seamless Business Data voranzutreiben. Das heißt, offene Daten geht es auch darum, dass das ein Standardfaktor ist und ein Wettbewerbsvorteil. Weiters, weil es immer heißt, ja, das offene Daten ist halt so Transparenz und Transparenz ist irgendeine NGO-Sache. Das sind Beispiele, wo Transparenz Geldunterschiede macht. Also wir haben eine Sache, ist von der Europäischen Redevelopment Bank Kreditvergabe für Aserbaidschan für den Pipelinebau. Da sind 400 Millionen am Stück in der Schwebe wegen Transparenzsachen. Oder es gab ein super Beispiel mit von Sachsen, Rosa, Rohstoffdaten Sachsen, die jetzt draufkommen sind bei der Nachbearbeitung von alten Bergbauplänen, wo sie
Rohstoffdaten im Wert von mehr als 100 Millionen Euro im Bereich seltene Erden gefunden haben. Seltene Erden, das sind nur Geld, das ist eine strategische Unabhängigkeit von China. Das heißt, da haben wir auch einen kleinen Batzen. Dann haben wir Batzenunternehmen, Deutsche Bahn, die erklärt zum Beispiel offene Daten bringen und Innovation, offene Kultur und einen Mehrwert. Da ist irgendwo der Michael Binsen, der hat das gestern gesagt. Da gibt es ein super Team von denen, die das umsetzen. Die können kurz die Hand heben, dann kann sich jeder bei denen fragen, wie offene Daten bei der Deutschen Bahn funktioniert. Also Hände hoch oder aufstehen. Da wäre jetzt die Frage, wie groß ist der Batzen bei der Deutschen Bahn durch das, was die Prozesse sind. Die sind nicht nur alleine monetär. Und die Analogie dazu ist der Container. Das heißt, wir brauchen eine Standardisierung von den Daten. Wieso braucht man den Container? Damit man von dieser Handarbeit Daten schaufeln, scrapen, reinigen, aus einem industriellen Roller rauskommen. Das ist im Schiffbau. Und das ist die Kurve, was man Hockeystick nennt, mit dem Umsatz über die letzten Auswirkungen im Welthandel. Dazu braucht es eine Dateninfrastruktur und damit man diese verwenden kann, braucht man Ausbildung. Das gibt es die Bibliotheken, die man auch schon vorgebaut hat, bevor man lesen hat können, damit die Leute lesen lernen. In diesem Schritt mit Lesen lernen sind wir. Und jetzt ganz kurz, wohin geht die Reise? Das ist eine Prognose versus Landkarte. Manche Sachen kann man nicht voraussehen. Zum Beispiel Wetterdaten ist es gerade am Laufen. Wer 83 prognostizieren hätte können, was Wetterdaten für autonomes Fahren bedeuten, wäre interessant. Der bekommt von mir ein Geschenk. Wieso 83? Weil da der tägliche Open Data Begleiter reingekommen ist. Das ist ein GPS. Das ist deswegen geöffnet worden für die zivile Luftfahrt Sache, weil ein Flugzeug runtergeschossen ist. Das hat mittlerweile einen Mehrwert von einem Batzen von über 90 Milliarden und Architect, Position Architecture Culture basiert drauf. Dann sind wir bei der Rakete, das ist Sentinel-2, der wurde im März gelauncht, der bringt uns geile Daten. Das ist nur das Open-Data-Spektrum, was der Trend hingeht. Wir haben mit Closed, Shared und Open. Das heißt, wie kombiniert man Open mit dem nächsten Schritt, aber dann persönliche Daten, das ist nächstes Jahr die GDPR. Zum Abschluss, wo ist der nächste große Markt oder Batzen? Da geht es um Möglichkeiten mit 30 Millionen Umsatz und 30 Millionen User am Tag. Minimalen Kosten und das ist der öffentliche Nahverkehrsdaten. Es gibt Finnland und die Schweiz, die da weiter voran sind. Demnächst gibt es hoffentlich ein paar Initiativen dazu. Und wieso öffentlicher Nahverkehr? Damit man jetzt diesen Irrsinn von so Wegumfahrungen spart. Und es ist klar, dass dieses Ministerium per se nicht dafür zuständig ist. Den Bürger, diese 80 Millionen deutschen Bürger, interessiert das leider gar nicht. Und es braucht ja der politische Leadership, um das zu umzusetzen. Wir haben gesagt, wenn das Mautkunststück umgesetzt worden ist, was ein Klacks war, ist die kleine öffentliche Nahverkehrssachen ja, was habe ich da geschrieben? Ja, Klacks. Aber bringen einen Batzen. Und dafür braucht es eben wieder diesen Container, damit man von jedem Verkehrsanbieter die gleiche Datenstruktur haben, damit man statt einen Handschaufeln rauskommt auf Rotterdam. Die offene Daten sind eine Infrastruktur und eine Wirtschaftsstandardsfrage. Und wer Logistikweltmeister sagt, wie es heute passiert hat, der sagt natürlich automatisch Open Data. Das nochmal kurz zurück, wieso man das braucht, die drei Säulen, das gibt es von Top-Down, Middle-Out und Bottom-Up. Und was Sie mitnehmen sollen, ist Container, Bibliothek, Batzen, meinetwegen auch Geld. Da draußen tickt der Markt, unermüdlich und wahrscheinlich hier die Kaffeepause. Das war's von meiner Seite. Bis morgen im Peterhaus, wo alle diese für offene Nahverkehrsdaten beim Alex sehr einen super Vortrag anhören können. Und schöne Grüße an Ulm und Mörs und ich warte auf den ersten, der Bingo schreit, weil es haben eine Slide war nur Blockchain. Das war's. Ja, herzlichen Dank. Dem kann ich jetzt auch gar nicht mehr viel hinzufügen. Vielen Dank an alle, die vorgetragen haben und jetzt gibt's die Kaffeepause.